Es ist April, blauer Himmel, die Sonne scheint. Es ist Frühling und es ist Spargelzeit. Spargel gibt es in der Pfalz viel. Der Boden, er soll eher sandig sein, ist hier gut geeignet, sagt Landwirt Michael Ohmer vom Ohmerhof in Rheinzabern. Auf 15 Hektar baut er Spargel an. Pro Hektar werden in der Saison 6 bis 8 Tonnen geerntet. Das Ernten bzw. Stechen, wie es beim Spargel heißt, übernehmen meistens Saisonarbeitskräfte aus Rumänien oder Polen. Doch wie geht das Spargelstechen eigentlich? Das will Rheinpfalz-Redakteur Stefan Heimel rausfinden. Landwirt Ohmer zeigt, wie es geht. So, wir gehen hin, tun die Spargel, ja, wenn wir die sehen im Damm, raussprießen, dann gehen wir hin, graben die auf, so 10, 15 cm tief, dass wir sehen, wo die Stange hinführt, ja, um die sauber abstechen zu können. Dann nehmen wir unser Erntemesser, tun das an den Spargel entlang runterführen und stechen die Stange ab und holen sie aus der Erde. Das ist, sagen wir, die Länge, wo man es stechen sollte, so mehr wie 22 cm. Dann haben wir hier im Loch noch eine Spargel, ja, graben die vorsichtig auch ein bisschen auf und stechen die dann auch ab. So, nachdem dass wir das Loch leer gestochen haben, gehen wir hin und machen das mit einer Kelle wieder zu, das Loch, dass wir für die nächsten Spargel, wo rauskommen, ja, wir ein schön verschlossenes Loch ein, um eine gute Qualität zu erzielen. Landwirt Michael Ohmer erklärt unserem Redakteur, auf was er als neuer Spargelstecher achten muss. Wichtig ist dabei immer auch die Corona-Sicherheitseinweisung. Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen die Arbeiter eine Maske tragen. Ansonsten dürfen sie auch ohne arbeiten. Michael Ohmer zeigt ihm außerdem sein Arbeitswerkzeug. Das sogenannte Schwalbenschwanzmesser, mit dem der Spargel gestochen wird, und die Kelle, um die Löcher zuzuschieben. Das sieht einfach aus, doch es gibt dabei einiges zu beachten. Es ist wichtig, die Spargel ohne zu verletzen, zu ernten. Ja. Das ist, sagen wir mal, der Hauptpunkt. Ja. Schwierigkeiten sind da drin, beim Rückenschonen, ja, das zu machen, ja, dass man keine Kreuzschmerzen bekommt. Schiefgehen kann, dass er bricht beim Ernten. Was man als Stecher, also Erntehelfer, nicht beeinflussen kann, ist die Stangenstärke. Ja. Wenn die zu dünn wird, oder Verfärbungen kommen, ne, dass er violett anläuft, der Spargel, ist es eine Verminderung von der Qualität, dass es dann eine Zweierqualität gibt. Für Redakteur Stefan Heimel ist die Arbeit auf dem Feld eher ungewohnt. Für den Anfang hat er sich trotzdem ganz gut angestellt, findet Landwirt Michael Ohmer. Im Vergleich zu seinen Leuten braucht er zwar doppelt so lang, aber man muss ja erst einmal üben. Also ich bin ein Büromensch und hatte deshalb ein bisschen Angst davor, weil es ja immer heißt, Spargelstechen ist ein harter Job, der sehr anstrengend ist. Und ich bin jetzt nach einem Jahr fast nur Homeoffice im Lockdown auch nicht so super durchtrainiert und fit, sodass ich da halt schon ein bisschen Respekt vor hatte. Dann, als der Herr Ohmer mir das gezeigt hatte, sah es eigentlich ganz einfach aus. Er hat da seine zwei Finger einfach in die Erde gesteckt und ist da relativ leicht locker durchgekommen. Als ich das dann versucht habe, habe ich gemerkt, ja, okay, die Erde ist schon ein bisschen fester, da braucht man schon ein bisschen mehr Druck für. Aber es ging dann, sodass ich dann gedacht habe, ja, okay, eigentlich, wenn ich jetzt ein, zweimal das mache, ist es eigentlich doch gar nicht so hart oder schwierig. Es braucht sogar eher ein bisschen Fingerspitzengefühl. Man muss schon ein bisschen feinfühlig rangehen und gucken, dass man halt den Spargel nicht beschädigt. Was aber das Problem ist, wenn man das halt dann den ganzen Tag macht, dann geht es doch schon auf den Rücken vor allen Dingen, das habe ich gemerkt. Um an den Spargel zu kommen, der hier in den sogenannten Dämmen wächst, mussten wir zuerst zwei Folien zurückschlagen. Heutzutage findet man die auf fast jedem Spargelfeld. Doch wofür sind die Folien? Unser Problem ist einfach das kühle Wetter und wenn die Sonne fehlt. Ja? Das Wichtigste ist eigentlich die Sonne. Wenn wir Sonneneinstrahlungen haben, haben wir durch die schwarze Folie, wie man jetzt hier sieht, das zieht die Sonne an und erwärmt den Damm, auch wenn die Temperatur nicht zu hoch ist. Ne? Was wir dann noch haben drüber, den Tunnel, ja? Der macht es dann noch mal ein bisschen wärmer und noch mal zusätzlich dann die Lochfolie, wo wir dann über mehrere Tunnel drüber machen. Was der Frost halt macht, ja? Ich sag mal, wenn die Spargelstange an der Folie anstehen, wie man jetzt zum Teil hier sieht, ja, und es kommt ein Frost mit 2-3 Grad über Nacht, dann sind die Köpfe verfroren, ja, morgens. Die Folie wird dabei mehrfach verwendet. Die obere Tunnelfolie wird erst nach 5 Jahren ersetzt. Die schwarze bleibt für die gesamte Lebensdauer auf einer Spargelkultur. Das sind in der Regel 6 bis 7 Jahre. Dann werden die Stangen laut Landwirt Ohmer zu dünn und die Kultur wird durch eine neue ersetzt. Aus einer Spargelpflanze wachsen mehrere Stangen heraus. Die Wurzel und das sogenannte Rhizom, aus dem die Stangen wachsen, sehen so aus.
Die Stangen wachsen in dem Erdhügel nach oben und stoßen irgendwann heraus. Dann ist es Zeit, sie zu ernten. Nach der Ernte geht die Reise für den Spargel aber erst richtig los. Wenn man den Korb voll hat, haben wir vorne am Feld haben wir angewonnen, wo man die Spargel reinmachen. Ja. Von da kommen die nach Hause in den Betrieb und werden dann ja, gewaschen, geschnitten und sortiert in die richtige Länge. Ja. Sammeln der Hornel, das ist so ein Maß von 22 cm, wo die Stangen dann zurechtgeschnitten werden, werden gewaschen und hinten in die verschiedenen Klassen gleich einsortiert. Und dann geht es weiter, ja, entweder in den Hoflader, werden im Hoflader an den Endverbraucher verkauft oder dann über den Volksmarkt an Großkunde. Es hat mir heute Spaß gemacht auf jeden Fall. Es war eine sehr interessante Erfahrung und es macht auch Spaß, wenn man dann halt mal auf dem Feld steht und dann direkt quasi mal fingersputzig machen kann. Aber es ist natürlich nicht so lustig, wenn man das jetzt beruflich macht und jeden Tag raus muss. Da habe ich mega Respekt vor, weil das schon, kann ich mir vorstellen, wie ich heute in Ansätzen erfahren habe, doch sehr, sehr anstrengend sein kann. Ja. Die Ernte wird am Omerhof dann gewaschen, sortiert und geschnitten. Dank der neuen Schälmaschine kann Redakteur Stefan Heimel seine Ernte sogar geschält mit nach Hause nehmen.